Leute, was geht? Hier ist euer Gamklammstart heute mit einem Video. Und zwar möchte ich euch heute einen GTA 5 Mod-Mini vorstellen. Und zwar ist es ein Online-Offline-Mod-Mini für die Version 1.35. Und ist nur für Online, also es geht auch offline, aber ist eigentlich für Online gedacht. Und ihr ladet euch die zwei Dateien runter, also das neue Scripthook, damit es auf Online geht. Und ja. Wenn ihr euch die beiden Dateien hier runtergeladen habt, dann, also ich lade das mal kurz runter, um euch zu zeigen, ja, genau so. Mir geht es ziemlich schnell. Ich habe ja eine neue WLAN-Leitung, so 100K. Egal. So, ladet euch die beiden Dateien runter. So, sieht's auf dem Desktop. Also Link ist auch unten in der Videobeschreibung. So, habt ihr die beiden Ordner. Dann macht ihr Rechtsklick, hier entpacken. Da könnt ihr die beiden Ordner hier löschen. Dann habt ihr hier so drei Dateien. Die drei Dateien zieht ihr auf GTA 5 Hauptverzeichnis. Dafür geht ihr auf, wenn ihr das Spiel auf Steam gekauft habt oder wenn ihr das normal, also original gekauft habt, als CD, da macht ihr einfach Rechtsklick, dann auf Dateipfad öffnen, wie hier zum Beispiel Dateipfad öffnen. Das steht dann auch hier bei mir nicht, weil ich das über Steam gekauft habe. Und zwar geht ihr auf Speicher, dann auf wo ihr Steam gespeichert habt. Ich habe es hier gespeichert auf Steam. Dann geht ihr hier auf Steam Apps, auf Common, auf Grand Theft Auto 5, also GTA 5, und dann zieht ihr die drei Dateien einfach da rein. Ich habe die Dateien schon da drinnen. Deswegen geht es bei mir nicht. Also ich kann das kurz mal zeigen, wie ihr seht. Ich habe die drei Dateien schon hier. Also die drei Dateien sind hier. Heimpost, hier, hier. Und dann könnt ihr das auch eigentlich schließen. Und wenn ihr die Dateien hier drin habt, dann könnt ihr die Dateien hier wegwerfen. Und wir sehen uns im Spiel gleich wieder. Und ja, Leute, bis gleich. So Leute, im Spiel angekommen, klickt ihr einfach auf F5, dann ist da oben einfach so Werbung von Hempus, also von dem Hersteller, also Macher. Ist ja nicht schlimm, es geht auch gleich wieder weg. So, ihr öffnet mit F5, ihr steuert mit Pfeiltasten und ihr akzeptiert jetzt zum Beispiel, wenn ihr hier bei Self-Option gehen wollt, einfach Enter und wenn ihr zurückgehen wollt, auf Rücktaste. Und ja, wir öffnen mal kurz hier bei Self-Option. Könnt ihr halt euch ändern. Hier Franklin, hier Trevor, Alien oder sowas. Und hier, es gibt auch viel andere. Hier ist Johnny. Und hier irgendwas. Also ich hier mache mal irgendwas. So. Und hier könnt ihr euer Handy ändern. Hier, das ist unser Handy. Wir öffnen mal kurz F5. Dann zeige ich euch das mal kurz hier. Also bei. Ich muss kurz mein Handy schließen. So, okay. Hier. Hier ist alles hier Polizei, Ignore, also dass ihr kein Böllen bekommt. Super Jump, Crash, Cash Drop hier. Ihr könnt euch Geld geben. Und ihr könnt Mobile Radio. Ihr könnt euer Handy ändern, also Mobiloption. Move Fingers, Finger zum Beispiel 5. So, dann gucken wir mal. Ihr seht. Also, das geht nur in Offline. Glaube ich, weil ihr benutzt ja keine Hände. Egal, also ihr könnt euer Handy ändern. Kurz, ich zeige euch mal kurz, dass das auch wirklich geht hier. Haben wir mal von Lean, von. Also das ist das Handy von Prolog. Okay, das geht nur in Offline. Egal, also ihr könnt euch Geld droppen hier. Oder ihr könnt auch anderen Geld, also Spieler Geld droppen. Ich bin in einer Einzelsitzung. Und ja. Also Cash Dropper hier, ihr könnt euch so 10.000er geben oder ihr könnt euch oder anderen Spieler halt 11.000er geben hier oder den explodieren oder alle Waffen geben oder alles halt, ihr könnt ja alles mal durchlesen. Ich kenne mich da nicht so aus, also hier, ihr könnt euch die ganze Zeit Geld geben, da oben rechts seht ihr es auch. Okay, manchmal kommen solche Meldungen, die sind aber nicht schlimm, weil das ist ja halt, weil ich die ganze Zeit Geld bekomme und das Spiel kann dann nicht halt hinterherkommen. Ja, Leute.
Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich für einen Daumen nach oben freuen. Abonnieren nicht vergessen für mehr Videos. Und wenn es funktioniert hat, schreibt es bitte in die Kommentare, damit die anderen Leute es auch sehen, dass es funktioniert. Weil viele denken ja, es wäre fake und so. Ich kann euch mal die Spielversion zeigen. Hier auf Start, auf Online, hier. Wo war das nochmal? Option. Option hier. Genau. Hier. 1.35 hier. Ihr seht. Und ja, Leute, ich würde mich von Daumen nach oben freuen. Abonnieren nicht vergessen für mehr Videos. Und schau, Leute, macht's gut auf der neue Game, klar.